Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Days Gone. Wir sind jetzt hier endlich angekommen bei unserem Quest, den wir machen sollten, von diesem Auftrag von dem komischen Typi da im Camp. Und ja, ich bin jetzt schon mal von da oben runtergeklettert, weil der Weg ja so lang war. Hab dabei bemerkt, dass hier so ein paar Leute abhängen, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Voll doll. Ich weiß nicht, haben wir hier vielleicht noch wichtigen Stuff vergessen? Wahrscheinlich 1000 Sachen. Ein paar Sachen müssen wir schon mitnehmen, da kommen wir nicht drum herum. Ich weiß, fürs Zuschauen ist es wahrscheinlich nervig. Wie gesagt, ich werde so zwischendrin mal Folgen machen, wo ich ein bisschen erkunde und sammle und ja, gegebenenfalls so Kleinigkeiten mit aufnehme, wenn ich was Spannendes finde. Und die dann mit reinschneiden werde. Jo. So, jetzt müssen wir mal gucken, wir müssen das Ding hier reparieren. War jetzt relativ easy. Na, also. Fallen lassen! Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder? Bitte, Mister. Ich schieß nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Aber sie hat ihre Waffe fallen lassen. Oh Gott. Finde ich die jetzt alles eigentlich? Klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Hm. So ein Repetiergewehr. Ist ja dann wahrscheinlich auch nur etwas, was ich hier so finde. Primärwaffe, Repetiergewehr. Warum hat das einen extra Namen? Nö, dann nehme ich schon lieber die. Keine Ahnung. So, was soll ich jetzt machen? Ich habe ihm gerade gar nicht zugehört. Das ist ja mal was ganz Neues. Ich habe nicht zugehört. Aber wir haben doch hier so einen Suchkreis. Ne? Irgendwas muss ich finden. Moment mal. Ich möchte diese Blaubeeren. Macht ja eigentlich nur Sinn, wenn wir hier rein müssen. Da ist er. Oh ja, genau. Ich hatte mich doch hier mit Pflaster. Kann ich doch einen machen. Dann kann ich nämlich neuen Stuff mit... Hä? Ich kann trotzdem keine Lappen mitnehmen. Warum nicht? Ach, weil ich einen benutzt habe, ich Idiot. Naja, egal. Hier liegt ja genug Scheiße rum. Ich Trottel. Irgendwann werde ich das mal bereuen. Warte mal, was hat er gesagt? Er hat gesagt, irgendwas ist hier. Was ist denn hier? Ach, hier. Der Kellereingang. Warum gehe ich jetzt eigentlich in den Keller? Ich habe echt nicht aufgepasst, ne? Aber, ja. Ach so, weil ich den Bunker untersuchen soll. Weil irgendwas wollte der Typ ja von hier haben. Ich erinnere mich. Glaube ich, zumindest. Safe, safe ist immer gut. Kommen wir da nicht ran? Nö. Hm. Was haben wir denn hier? Eine Kappe. Was aus guten Patrioten wird abgeschlossen. Ach, ich sollte die Karte finden? Die wollte er bloß haben? Okay. Herstellung freigeschaltet. Hinterhaltcamp-Jäger. Was habe ich denn für eine Herstellung freigeschaltet? Ah, nagelbesetzter Baseballschläger. Hö, cool. Hey, was ist das? Eine Anleitung. Ah ja, gut, gut, gut. Rezepte neu entdeckte und herstellbare Rezepte im Überlebensrad sehen. Kann ich das Ding... Ja, hier ist doch ein Baseballschläger. Dick, bist du da? Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen. Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. Hm. Aber wo und wie soll ich das denn herstellen? Ach, wahrscheinlich, wenn ich's hab, ne? Ah, cool. Hehehe. Das macht einen schon ein bisschen flexibler. Geht ja eher alles kaputt. Wo soll ich jetzt hin? Ich hab schon wieder nicht zugehört. Meine Fresse. Das sieht mir jetzt schon fast aus, als wäre das hier ein neuer Spawnpunkt dann sozusagen. Halt so ein Unterschlupf.
Cool. Ach, jetzt können wir an den Waffenschrank ran. Ja, ja, danke für gar nichts. Pff. Ich muss mal kurz gucken, Leute. Ich habe mal wieder echt nicht richtig zugehört, weil mein Kopf ist immer überall, nur nicht da, wo er halt hin soll. Kletter auf den Funkturm und schau dir Olay Mountain genauer an. Das habe ich ja gerade schon gemacht. Dann machen wir das jetzt einfach nochmal. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Kletter hoch da jetzt. Verdammt. Weil ich halt immer so neugierig bin, ne? Eieiei. Aber gut, gibt Schlimmeres, würde ich behaupten. Ich finde immer lieber ein paar Mal öfter gucken, als wenn man nachher immer irgendwie alles übersieht, die Hälfte vergisst. Weil ich weiß nicht, Spiele sind viel zu... Also es wäre viel zu schade, Spiele halt einfach nur so durchzurushen. Mache ich mitunter auch mal, wenn die Story so spannend ist, dass ich es einfach nicht aushalte. Hey Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja, naja. Am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Gegen Ende. Ja. Das hat aber auch so eine. Ich finde. Scheiße, war das anstrengend. Okay. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammte Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und. Oh, verdammt, Busa. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach Mist, es ist nur, ich drehe hier allmählich durch, Dick. Versuch wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Da wohnen wir doch, ne? Und da hinten ist wer. Okay, das habe ich so erstmal verstanden. Was ich gerade nochmal zu dem Dialog sagen wollte, dass er die Frau halt hat leben lassen. Ich finde sowas ist aber halt auch... Scheiße. Ich muss fitter werden. Na, darf ich jetzt was sagen? Weißt du, in der letzten Folge, wo ich nicht so viel zu erzählen hatte, da war natürlich alles still. Naja, gut. Aber ich sag fast mal so. Fast geschafft. Oh, komm schon. Na, ich mach weiter. Fast geschafft. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt. Aber ich sag's mal so: so ein Endzeit-Szenario. Die Scheiße bringt mich um. Das macht ihr doch jetzt mit Absicht. Ich belasse das jetzt so, damit ich mal schnell das sagen kann, was ich sagen möchte. Ich finde es halt wichtig, so wie es ja auch schon hieß, sein Ehrenkodex, der wird ihn halt irgendwann umbringen. Aber sich irgendwo die Menschlichkeit zu bewahren, finde ich halt auch wichtig. Weil am Ende des Tages, wenn du stirbst, dann stirbst du. Und ja, weiß ich nicht. Wenn man im Sterben liegt, möchte man denn nicht eigentlich mit sich im Reinen sein? Weil wenn ich zum Beispiel, nur meine eigene Haut zu retten, auf jeden anderen scheißen würde, ich glaube, damit könnte ich gar nicht leben. Ja, ist halt so, jeder ist da anders. Viele Menschen scheißen ja dann wirklich auf andere, weil jeder ist sich selbst der Nächste. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich könnte nicht skrupellos werden. Natürlich wird man mit einer, also wenn wirklich so was Krasses eintritt, ein bisschen skrupelloser, aber ich könnte nicht so skrupellos sein, wirklich jeden abzumetzeln und alles zu tun, nur um meine eigene Haut zu retten. Ich könnte das nicht. Nee, das wäre überhaupt nicht mein Ding. Ja, wie ist das bei euch? Wie könntet ihr da? Das könnt ihr ja gerne in die Kommentare mal schreiben. Kann man sich ja dann gerne drüber unterhalten. Aber ja, ich könnte es jedenfalls nicht. So, 18% haben wir jetzt davon abgeschlossen. Gut. Dann werden wir jetzt hier mal abzischen. Und ich muss aber definitiv das Benzin mitnehmen. Und Nägel nehme ich auch mit. Ja, nimm doch das Benzin mit. Benzin. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, das ist ja jetzt auch schon wieder so weit weg. Sind wir wirklich so weit weg von unserem Zuhause? Doll. Hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Hoffentlich ist hier genug drin, um den Tank zu füllen. Einmal richtig, komplett. Wahrscheinlich nicht, aber man darf ja wohl noch träumen dürfen. Ah, gutes Timing. Ja, ich weiß, danke. Danke.
Kriege ich es auch auf 100%? Cool. So. Fallen lassen. Weg die Scheiße. Und weg hier. Was ist denn das Orange da auf der Karte? Ach so, das ist ja hier. Genau. Das ist das Camp. Gut. Hier in der Nähe ist ein Schlafplatz, okay. Und immer auf Fragezeichen achten. Ich weiß immer noch nicht, was wir da bei dem Fragezeichen verpasst haben. Oder vielleicht war es der See. Könnte auch sein, ne? St. John an Copelands Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wiederhergestellt. Verstanden. Dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Cobb. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja, ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Hab ich ein Radio repariert? Egal. Nein! Boah, die holen mich echt da runter? Das hätte ich nicht gedacht. Aber na gut, man hat ja schon mitbekommen, dass die so ein bisschen agiler sind als so Otto-Normal-Zombies. Herrlich. Radio Free Oregon. Oh nein, das Ding ist kaputt. Ushman, bist du wach? Ich fahr jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Was da geht. Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Ich habe jetzt schon wieder nur noch 86 Benzin. Also ich muss ja ehrlich sagen, das geht ja relativ schnell vorbei. Ich muss sagen, ne, also das Schießen ist mir echt zu laut in der Dings. Ich mal gucken, Effekt, Musik, Dialog, das wäre dann Effekt, ne? Aber dann ist ja auch alles leiser. So auch so das Laufen, Regen und so. Und das finde ich eigentlich sehr passend. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was Dynamikumfang, voller Umfang bedeuten soll. Und dass das Radio so leise ist, ärgert mich auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Das könnte ein Stück lauter sein. Man kann halt nicht alle da haben, ne? Ich mache mal Musik ein lauter. Vielleicht ist es die Musik. Auf einem Tag. Die Regierung dachte, wir bräuchten Vorfahrt und Almosen zum Überleben. Und wir... Nö. Aber gut, wenn ich jetzt auch so donnern höre, ich mache Effekt mal ein leiser und vielleicht ist es dann besser. Zeigt ihnen das Gegenteil. Was wir jetzt brauchen, ist ein starker Wille, Entschlossenheit und Vertrauen. Das konnten sie uns niemals geben. Und ihr? Wollt ihr unser Vertrauen? Verdient es euch. Ushman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden einzelnen von den Scheißkerlen um. Ja, das war auch der Plan, Dicken Ende. Ich weiß, wo du bist. Ich sehe sie. Hä? Ja, auf ihn, auf ihn. In Deckung. Hä? Ey, ohne Scheiß. Den hab ich doch gar nicht gesehen. Wo kommt denn der auf einmal her? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Haben wir ihn erwischt? Nein. Nachladen, nachladen. Fuck, 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 fuck. Oh. Alter. Das läuft schon wieder alles so, wie es nicht hätte laufen sollen. Warum bin ich denn auf einmal geheilt? Ach so, ich habe mich wegen der Pfeiltaste wahrscheinlich geheilt. Das ging ja schneller, als ich dachte. Ach ja, doch, gedrückt halten und man heilt sich. Okay. Schnell mal Neues machen. Ach, ich bin immer noch voll. Blödes
Och nö, ich benutze also dann beim Heilen automatisch das andere. Ach, das ist ja schon wieder doof. Na gut, jetzt weiß ich es wenigstens. Da ist eine Taschenlampe. Da bist du. Ich bin eigentlich auch unmöglich, ne? Ich renne hier einfach rein, metze die einfach nieder. Das macht halt so gar keinen Sinn. Oh nein. Egal. Ich muss eh ein paar Verbände loswerden, damit ich neue machen kann. Pflasters. Sind ja auch nur noch vier. Oh, habe ich hier eine Falle ausgelöst? Das sah doch hier aus, als wäre hier zwischen ein Draht gewesen. Hab ich doof. Au. Hör auf mich zu schießen. Das ist nicht nett. Nein, nein. Entschuldigung. Au, 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 au. Ich bin auch so ein bisschen lebensmüde, ne? Irgendwann musst du sterben. Okay, das war's jetzt mit meiner Axt. Tarnung, Wiedergewinnen. Halte dich ein Gegner, hat dich ein Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und in Deckung zu gehen. Früher oder später brechen sie die Suche ab. Ich muss aber ehrlich sagen, die Gegner sind jetzt auch nicht so krass, dass ich das tun müsste. Das war solange man genug Heilung hat. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. So. Das haben die doch bestimmt auch ein paar tolle Sachen für mich, oder was? Ich meine, komm schon. Auf jeden Fall können wir ein Pflaster herstellen. Rosa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Danke, Dick. Ja, jetzt ruh dich aus, Boosman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Amt verheilt ist. Verstanden? Ja, verstanden. Buser Ende. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, dass sein Arm verheilt. Wenn ich ehrlich bin. Geht's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buser. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Warum hat er mich nicht verstanden? Norden. Oh nö, da kommen Zombies. Schnell mal noch hier gucken. Noch irgendwelchen Stuff. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier... Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Buser? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist, Bruder. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Freaker-Infizierung. Freaker-Infizierung sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich die Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tag zu ruhen. Verbrenne alle Nester bei einer Infizierung, um einen schnellen Reiseweg zu öffnen. Danke, Dick. Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Ja. Dann würde ich mal sagen... Dick, warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht. Dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Okay, hier ist es. Ja. Oh, das Camp ist voll von denen. Ja, geh zu Fuß rein. Schön leise. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Monk. Hat er aufgehört zu reden? Mach doch nicht sowas. Oh, scheiße. Aua. Okay, okay, okay. Es sind zu viele. Oh, no. Hab ich überhaupt noch... Ach, ich hab mich ja gerade geheilt. Mann, jetzt hört doch mal auf! Ja. Okay, wie war das? Nachts sind sie alle drin? Tagsüber nicht so viele.
Oder war es andersrum? Tagsüber sind mehr drin, aber dafür sind sie nicht... Nee, tagsüber sind mehr drin und nicht so stark. Und nachts... Ach, ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Na, wie ist das? Okay. Haben wir's jetzt? Kannst du mal bitte schnell... Nein, sterb doch einfach. Komm, jetzt bin ich sonst gleich tot. Du musst zuerst sterben. Bitte nochmal. Okay. Ein Mann kam her, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn lebend, Deek. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl. Was ich doch alles so machen soll. Also hier wird mir ja sicherlich nicht langweilig. Und was ich auf jeden Fall lernen sollte, ist hier ein bisschen vernünftiger. Oh Gott. Ein bisschen vernünftiger. Okay. Wo waren wir nochmal? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Scheiße, sind hier viele Nester, Alter. Ich finde ihn. Oh. Okay, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Ja, das muss ich wirklich. Ich habe auch jetzt... mich interessiert jetzt immer noch, wie war das jetzt nochmal? Oh, ich kann auch ein Kantholz mit mit Nägeln machen. Cool. Hey, Dick, hörst du mich? Hä? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Das macht doch Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Usa? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Oh oh. Geh kaputt, Nest. Stirb! Ach komm schon. Hä, ist der wieder aufgestanden? Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht euer Hobby. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, okay. Danke, Dick. Das wird euch aufwärmen. Das war jetzt auch ein toller Dialog. Ich will jetzt halt nicht schießen, weil ich halt Angst habe, dass das nicht so geil ist. Dass jetzt hier noch mehr kommen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin echt schlecht ausgerüstet. Aber hey, solange ich halt abmetzeln kann, irgendwie. Das Ding ist gleich kaputt. Nein. 20%. Hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Boozman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Deek, das wäre mir echt wichtig. Er ist langsam echt schon... Ja, Bosa. Jetzt ruh dich aus. Deek, ein Ende. Er ist langsam echt schon ganz schön verwirrt. Also das ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Sehr krass. So, okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt hier erstmal kurz speichern. Und den... St. John, hier ist Copeland. Ich habe Bosa länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Ich weiß, du bist sein Kumpel. Hab ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Na, wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll mal bei Cope vorbeischauen. Das wäre echt nett von dir. Cope wird Ende. Also gut, also was so was hier zwischendurch gequatscht betrifft, wird nicht langweilig. Ne? Es gibt manchmal Folgen, da sagt kein Schwein was. Und dann gibt es wieder so eine Folgen. Lachgasboost, ohne Lachgas vor Ort kannst du keinen Boost durchführen. Ja, gut, sowas ist ja erstmal für uns noch nicht relevant. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, wir werden jetzt hier die Folge erstmal beenden und speichern. Ich werde den Rest hier von diesen Nestern in der nächsten Folge kaputt machen. Oder beziehungsweise wir machen es so. Ich werde das Nest, nee, obwohl, das war ein Auftrag. Hiernach wird wahrscheinlich ein Story-Quest kommen. Ich werde mich hier ein bisschen umgucken, werde ein bisschen sammeln. Und dann werde ich die nächste Folge starten. Und... das Nest zerstören. Und dann werden wir mal weitersehen, was uns dann hier noch so erwartet.
Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen guten Tag oder eine schöne gute Nacht oder was auch immer ihr so macht und in welcher Zeitzone ihr gerade seid. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Guckt auch gerne auf dem Wandelbar-Kanal vorbei. Da passieren auch immer ganz recht lustige Sachen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.